Servus, mein Lober, not another dope show. Teil 2 in der Perlach. Als so dieses Hip-Hop zum Überschwappte, 1978, 79 muss das gewesen sein. Das war mit Wildstyle eben, wie ich schon erzählt hatte. Und wir haben jetzt angefangen im Breakdance, Graffiti, DJing. Das ganze Gezeder von vorn bis hinten haben wir versucht darzustellen. Und in unserer Crew war auch noch der Tarkan dabei. Tarkan, seine Mutter, kam aus der Türkei, der Vater kam aus Deutschland. Das war, glaube ich, sein Problem. Er ist nicht wirklich anerkannt worden bei den Türken, weil er halt nicht so richtig gut Türkisch konnte. Und bei den Deutschen hat er immer so das Gefühl gehabt, durch seinen Namen und Aussehen ist er ausgegrenzt, obwohl wir das nicht gemacht haben. Also von uns hatten keiner ausgegrenzt. Ein Tarkan ist halt einer gewesen, wo man sagen würde, mit dem hast du besser keinen Umgang. Wo die Eltern einen warnen würden. Ja. Das Erste, an das ich mich noch richtig krass erinnern kann, ist, dass er an Graffiti gesprüht hat, an der Schleißheimer Straße, in einem Hauseingang, also Einfahrt von einem für Autos in einem Hinterhof, und da hat er die Wand voll gesprüht und ich stand vorne und habe halt Schmiere gestanden, weil er mich überredet hat dazu. Kannst du nicht, bitte mach halt. Dann hatte ich ja mal Wohnung in Rammersdorf. Da steht er vor der Tür und will bei mir übernachten. Und dann zieht er einfach ein und ich krieg dann nicht mehr los. Ich hätte Bullen holen müssen oder Polizei holen müssen, aber konnte nicht. Aufgrund dessen, dass ich bei Erden auf dem illegalen Kram gemacht habe. Weißt du, was ich meine? Das hat das Arschloch ausgenutzt, nämlich. Und dann einmal habe ich ihn gebeten, ihm Bargeld in die Hand gedrückt und gesagt, gehst du bitte heute Morgen, ich muss in die Arbeit, runter ins Erdgeschoss, da ist die Hausverwaltung und bezahlst du die Miete für diesen Monat und 3 im Voraus. Sagt er, ja, mach ich. Ich komme von der Arbeit heim, hat er die Scheißkohle beim Billard verzockt, das Arsch. Und es war ihm scheißegal, dass wir jetzt keine Miete mehr zahlen können. Und das hat mich so richtig damals in die Kacke gerissen. So richtig krass. Weißt du, was ich meine? Ich habe eine Mahnung nach der Angang gekriegt, meine Tür wurde eingetreten, ich musste da weg, am Ende bin ich abgehauen. Ich habe da so einen Brief an die Hausverwaltung geschrieben, dass sie das Geld nicht haben, dass ich halt nach, was habe ich gesehen? Was habe ich gesagt? Ich bin in Uruguay, genau. Ich bin in Uruguay, wenn ich Geld habe, dann schicke ich das. Auf so einem Schrank habe ich das geschrieben gehabt. Als Tisch haben wir gehabt einen Zigarettenautomat, den er, das Arschloch, mit dem Harold von der Wand im Erdgeschoss gerissen hat und bei mir in der Bude mit dem anderen Typen noch aufgeflext hat. Da hat er total laut Musik gemacht, Anlage, total bam, 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 bam. Und die mit der Flex haben diesen scheiß Zigarettenautomat aufgeflext. Ich komme heim, die Bude stinkt nach diesem Flex-Zeug. Dann ist da ein Zigarettenautomat, der in der Ecke steht, Tarkan, dieses Arschloch mit dem dummen Grinsen und der Errol mit dem blöden Grinsen, der sich mit dem anderen Arschloch die Kohle teilt. In meiner Wohnung, Alter. Weißt du, was ich meine? Da dachte ich mir, Tarkan, du bist doch das allerletzte Drecksarschloch, was es gibt. Und das hat halt dann auch die Freundschaft von uns irgendwo kaputt gemacht. Später, wo ich ihn wieder getroffen habe, hat auch am Vollbart gerade gehabt zu der Zeit. Will er Pilze von mir kaufen? Und dann kackt er umeinander, weil er mal nicht glaubt, dass das welche sind. Und dann scheißt er rum, mein Hasch wäre nicht gut. Obwohl es das geilste Zeug war, was man in dem Zeitpunkt kriegen hat können, weil ich hab's aus Holland gehabt. Aus einem Coffeeshop, was das immer. Nicht so einen gestreckten Scheiß, was die anderen immer verkauft haben, das sie halt von den Rockern da gekriegt haben. Oder weiß ich nicht woher. Sinti oder Roma oder keine Ahnung. Das hat sich alles immer verändert. Mal waren es eher so eine Gruppe, mal was eine andere Gruppe und keine von denen, mit denen ich was zu spaßen. Ist, auf jeden Fall ist der Tag an einer gewesen, der halt jedes Mal einen draufsetzen hat müssen und immer nur Scheiße baut hat. Immer, egal wo er dabei war. Weißt du, fahren wir Graffiti sprühen. Wir sind rausgefahren nach Tutzing. Wir wollten ein Hole Car machen. Kein Top to Bottom, ein Hole Car.
Aber er muss ja auf dem Weg dorthin. Also wir haben es gemacht. Aber auf dem Weg dorthin muss halt er schon wieder die ganze Zeit auffallen. Weißt du, wir haben einen Rucksack mit Sprühdosen und alles dabei und er muss sich aufführen. Ich verstehe das nicht. Sag mal, bist du blöd, Alter? Hey, wir fahren jetzt gerade zum Graffiti-Sprüh. Du kannst hier nicht so ein Kasper machen. Wir können das jetzt nicht gebrauchen, dass die auf uns aufmerksam sind. Du Vogel. Also ehrlich, er hat immer solche Dinge machen müssen, wo du gefragt hast, hey, warum muss denn das jetzt eskalieren? Hey, wieso musst du das so eskalieren, du Arsch? Er und der Harry war auch so ein Kandidat, immer Grenzgänger. Wir waren in einer Breakdance-Crew. Es war gerade eine Zeit, wo es ein bisschen nachgelassen hat, wo die Leute nicht mehr so oft Breakdance gemacht haben. Wir waren aber richtig gut, hey, wir haben es halt echt drauf gehabt zu dem Zeitpunkt. Und hat einen Auftritt in der Nähe von der Grenze zu Österreich, auf der deutschen Seite aber. Und haben für diese blöden paar Minuten halt jeder gut 150 Mark bekommen. Wir waren ja 8 Leute, ich meine, es ist so richtig viel Holz, was die da abgedrückt haben für unsere ganze Gruppe. Die Anfahrt bezahlen, essen, trinken und dann halt noch das Geld. Das war eine Zeit, wo Computer noch kein großes Thema waren. Ja, das war wirklich nur Kram. Also, wir konnten nicht so viel damit machen, außer halt Briefe tippen. Mehr nicht. Musik und so, das kam alles später. Erst später konnte man mit dem Computer wirklich was anfangen. Und was macht der Harry und der Tarkan? Hey, wir sind Breakdancer, das ist New York, Bronx, wir haben den Computer geklaut. Das ist zu blöde. Wieso? Ja, weil das gehört halt dazu, Bronx. Das heißt blöd, Mann. Wir sind nicht Bronx, wir sind München und wir hören bloß diese Musik. Die meisten von uns verstehen ja nicht einmal die Texte und wir machen Breakdance, Alter. Hey, was soll dieser Scheißdreck? Natürlich kam die Managerin dann ein paar Tage später auf uns zu und hey Leute, die haben jetzt noch keine Anzeige gemacht. Rückst die Sachen wieder raus und dann ist alles schick. Dann haben sie es halt, weil wir so auf sie eingeredet haben, haben sie es rausgerückt. Natürlich wollten sie es verkaufen, ne? Aber dann haben sie es halt rausgerückt. Und danach haben wir nie wieder einen Auftritt gehabt. Da waren Leute, die wollten uns in Österreich auftreten lassen, die wollten da richtig viel Knete hinlegen. Aber da war es vorbei. Die Frau hat keine Lust mehr gehabt mit uns irgendwelche Auftritte oder sonst irgendwas. Der Typ hat immer wieder solche Geschichten gemacht. Und jedes Mal, wenn ich ihm eine aufs Maul hauen wollte, ist halt irgendwer dazwischen gegangen, meistens der Jan. Hey, komm, nee, Freunde, bla bla bla. So, Alter, der versaut uns unser Leben, merkst du das nicht? Also was bei denen beiden sonst noch so für komische Sachen abgelaufen sind, weiß ich nicht. Aber da hat er sich bestimmt genauso aufgeführt. Einmal war Aktion, das war noch eine, bevor ich ihn rausgeschmissen habe. Da haben wir ausgemacht, bin ich von der Arbeit gekommen, sind wir schon auf Trip. Weil der hält so lang und am nächsten Tag früh aufstehen und so. Also schmeiße ich ihn zum Feierabend. Dann komme ich nach Hause, ist er nicht da, ist ein Stockwerk tiefer beim Nachbarn und ist am Koksen. Da fährt kein Trip mehr ein, wenn er andere auf Koks ist. Und bei mir scheppert es schon voll. Weißt schon, alles bewegt sich, und die sind da und labern sich den Wolf ab mit irgendeinem Schmarrn, spinnen irgendeinen Krampf zusammen, der halt überhaupt null Substanz und nichts hat, und ich bin total verwirrt. Nur die Freundin von dem einen, die hat es geschnallt und hat halt versucht, mich ein bisschen besser drauf zu kriegen, aber das war der schlechteste Trip meines Lebens. Ich habe den einfach nur abgewartet. Egal welche Optik und so, ich habe einfach gewartet, bis es aufhört. Und da, wenn man so eine Sache macht, und behauptet man in seinem Freund, dann ist man einfach nur ein Arschloch, aber kein Freund. Ja, so viel zum Tarkan. Tarkan war einfach nur ein Arschloch. Mit denen möchte ich nichts mehr zu tun haben. Selbst wenn ich ihn heute noch auf Facebook irgendwo sehen würde, würde ich ihn nicht da anfragen, gar nichts. Der Typ ist für mich sowas von gestorben, weil der hat mein Leben total in die Scheiße geritten, mit seinen Scheißaktionen, mit seinen Scheißaktionen. Ich war da angemeldet und er macht Scheiße in meiner Wohnung. Hey, geht's nur? Solche Typen, solche Wichser, die sind schuld dran, dass andere Leute in die Kacke geritten werden. Ist halt leider so. Und irgendwann wird man selber so einer. Ist halt auch so. Ist auch Fakt. Aber andererseits
Einmal hat er einen Junior angebracht, DJ Junior, aus München kennt ihn vielleicht ein paar. Der hätte in Haft bleiben müssen, weil er keinen festen Wohnsitz gehabt hat. Dann hat er den einfach bei mir angemeldet. Ich habe ihn dann auch bei mir aufgenommen, der war nicht lang da, 2 Wochen, und dann ist er ausgezogen wieder und hat eine eigene Woche gehabt, aber eigenes, und seitdem geht es dem auch gut, der hat nie wieder so einen Stress gehabt, aber der hat halt damals die Hilfe gebraucht. Ja. Und ich hätte ihn ja nicht kennenlernen können. Tarkan hat ihn kennengelernt, war er selber in Haft, weil sie ihn beim Clown erwischt haben. Bei dem Supermarkt, wo ich immer einkaufen gehe. In Rammersdorf. Also ein kleines Ding, die uns vom Sehen kennen, die wussten ganz genau, die haben mich immer beobachtet, wenn ich dann da einkaufen gegangen bin. Weißt du, gegenüber von der Bereitschaftspolizei in München. Mann, ich war so froh, als der dann da raus war aus meiner Wohnung wieder, als ich ihn rausgeschmissen habe. Weil das ja so ein Chaot war, so ein Idiot. Leider war ich aber dann zu dem Zeitpunkt schon selber so abgestürzt durch das Hasch, was ich damals gehabt habe und die ganzen anderen Sachen, weil ich sie dann schon genommen habe. Koks und so, Speed, LSD, Ecstasy, Pilze, alles, den ganzen Scheiß. Das Einzige, was ich nicht wollte, war Heroin zu dem Zeitpunkt. Opium habe ich aber ausprobiert. Dumm wie ich bin. Hey. Das wollte ich dann schon wissen. Gell. Ja, das war dann zu Ende, als ich eben aus dieser Wohnung da raus bin, aber da habe ich viele Leute kennengelernt. Den einen Punky, dann mir gegenüber hat so ein Esoterik-Spinner gewohnt. Dann im ersten Stock hat einer gewohnt, der extrem geiles Hasch gehabt hat immer. Ja, eins zum selber kneten auch. Ja. Das gab es zu dem Zeitpunkt halt nirgends, nicht mehr in Holland. Der hat dann Afghanen gekannt, der es besorgt hat. Das waren noch Zeiten, bevor es Taliban gab. Das gab es damals noch gar nicht, auch keine Al-Qaida und nix, weißt du. Das waren ganz andere Zeiten, verstehst du es? Reagan hat damals regiert und da hat es dann angefangen, da wird es dann immer schlimmer, das Zeug wird immer schlechter und immer teurer und immer übler. Durch die ganzen Kriege, die müssen irgendwie finanziert werden. Alter, die könnten keine Kriege führen, wenn sie keine Heroin verkaufen würden, die ja Taliban-Leute da. Weißt du, Simon? So könnte man Kriege sofort beenden, indem man denen das, was sie da verkaufen, einfach wegnimmt, indem man es legalisiert oder sonst irgendwas. Verstehst du's? Pisser.